Und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wie wir jetzt hier diese Mission da unten machen. Juhu! Ja, wir werden jetzt auch so richtig aufräumen. Ja, Hundi. Ach, wieder dieses wunderschöne Wasser. Dieser Karibik. Siehst du die Ratte, Captain? Okay, der hat sich aber ein bisschen krank angehört. Irgendwas, Captain? Lass mich mal ran. Nördlich von hier. Festhalten! Und dafür muss der jetzt extra da runterrennen. Halbe Segel! Komm, wir ballern uns da mal voll rein. Ich glaube, die Mission wird nicht so einfach, weil wir dafür das bessere Lenkung brauchen. Also die ganzen Missionen sind um einiges leichter, wenn man voll ausgerüstet ist. Vorsicht, Kader! Aber es macht doch viel mehr Spaß, wenn es nicht einfach ist. Auf mein Zeichen! Feuer! Das hat uns voll getroffen! Halbes Segel, Männer! Recht so schnell! Halbes Segel! Wow. Alter, wenn jetzt der Wind nicht gekommen wäre, ne? Ich kann kein volles Segel machen. So, jetzt aber. Ja. Jetzt holen wir euch. Jetzt holen wir euch. Was hat das Wiesel vor? Notanker luftwärts, Captain! Du kannst sicher sein, dass er noch was im Ärmel hat! Ja, das können wir doch machen. Ist doch kein Thema. Ja, dafür muss ich ihm erstmal näher kommen. Ich versuch's einfach mal so rum. Komme ich überhaupt näher? Nee, ich bin immer weiter weg. Ich sehe mehrere Kriegsschiffe! Eine verfluchte Armada! Das hat er in der Hand. Er hat was vor. Und er dreht bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain! Dann wo dreht ihr denn bei? Kapert die Randolph. Versenkt den Rest. Noch nicht! Auf euch wartet der Teufel! So, mal sehen, ob wir sie gleich erwischen. Nein. Nicht so wirklich. Achso, wir sollen einfach nochmal. Halbes Segel! Das hab ich doch gemacht. Was will der denn jetzt? Habe ich es jetzt nicht geschafft, weil ich nicht den Hauptmast getroffen habe, oder? Halbes Segel! Halbes Segel! Wir haben den Dreckskerl! So. Die dürfen uns eigentlich gar nicht treffen. Bereit zum Feuern! Raus aus dem Gegenwind, Captain! Feuer frei! Und die könnten wir auch nicht treffen. Sind zwei weg. Nee, ich bleib mal auf halbes Segel. Haben eine gute Entfernung. Und haben sie auch
erwischt. Glaube ich. Holt das Tuch ein! Ein Segel! Noch nicht, Captain! Erst seine Flotte versenken! Oh oh. Das war ja sowas von überhaupt nichts von denen. Ich will einfach nochmal drauf, einfach aus No Risk No Fun und so. Breitseite abgeben! Ja, jetzt sind wir zu hoch. Es wird jetzt so langsam hier ein bisschen ungemütlich, habe ich so das Gefühl. Also, umso länger ich auch warte, umso besser treffe ich die. So. Halbes Segel. Ha, jetzt habe ich ein bisschen zu lange gewartet. Verdammt. Nein, bleib bei, bis Siege. Nummer schon drehen. So. Alles fest. Jetzt doch auf den richtigen Moment warten. Immer schon drehen. Und drauf. Oh, komm schon. Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. So muss das. So, und jetzt segeln, jetzt entern wir dich. Kuh. Haken bereit! Zieht sie an! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Auf See! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest! Macht sie fertig! Entert die Ränder! Hey! Ist aber immer der gleiche Typ, der mich hier blöd anquatscht. So, Mädels. Was macht der denn da, Alter? Ich werde dich einlassen für all die Schäden an der Randall. Findest du? Achso, ich darf nicht. War ja klar. Ich werde dich leiden lassen für all die Randall. Blöde Kuh. So nicht. Ah, okay, ich darf. Na komm, du Winter. Zeig mir, was du kannst. Blöde Kuh. Ja, ich zeig dir, was ich kann. Das hier kann ich. Oh, ey, du sollst ihn doch nicht umschubsen. Kenway wird mich erst belohnen, wenn ich ihn von dir befreie. So. Das gibt schön Aua. Hup. Oh, jetzt wird er auch noch feige. Alter, was für ein Battle. Geht das hier auch noch weiter? Oh, wie cool ist das denn? Los, greif doch an! Was? Ja, dann zeig mal, was du kannst. Hat er gerade den Arm abgeschnitten? Nee, das sieht nur so aus. Ja, auch schade für mich. Ey! Du musst mir schon anzeigen, wenn du angreifst. Und das ist nicht nett. Nicht nett. Deine Schreckensherrschaft über die Küste ist beendet. Deshalb hast du mich verfolgt. Weil du mich für einen Feind deiner Sache hieltest. Du bist genauso ein Narr wie alle Sachen. Du brachtest unschuldigen Menschen Schmerz und Leid nur für deinen persönlichen Profit. Und Leid. Ich befreite sie. Ich merzte Abtrünnige aus und stärkte die Patrioten. Ich wollte Admiral werden. Und die Revolution braucht einen. Und ich war der beste Mann dafür. Der einzige Mann. Und ohne mich
wäre die kontinentale Marine nur ein Haufen von Flößen. Trotz eurer Visionen erkennt ihr Assassinen die Wahrheit nicht. Genug. Lasst die Randolph mit mir sterben. Nimm sie nicht als Beute. Bitte. Bitte. Ich will keine Gnade. Nur mit meinem Schiff untergehen. Das kannst du bekommen. Ich kann nicht glauben, dass du die Randolph zurücklässt. Sie ist ein mächtiges Schiff, Captain. Und was wird aus Biddle? Du zeigst Gnade im Angesicht der... Ich schätze, das war's dann. Etwas zu dramatisch, aber egal. Nur schade um das schöne Schiff. Ein Hoch auf die Männer, Captain! Dreifaches Hoch auf die Akia! Auf unseren Sieg! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hurra! We are the champions. Irgendwie geht das aber nicht unter. Biddles Versteck. Oh, oh, oh. So ein Pech aber auch. Husch. Und jetzt werden wir dann die Mission holen, auf die wir so hingearbeitet haben. Hallo? Und hier unten ist nichts mehr. Das ist doch schön. Nur noch die drei hier und das hier. Wenn wir endlich mal das machen. Ich denke, ich werde auch irgendwie so zwischendrin einen Cut machen. Weil wir haben ja schon gleich 13 Minuten. Ich bin etwas nervös, Connor. Die Aussicht auf Captain Kidd Schatz und die damit verbundenen Mysterien lassen mich nachts nicht schlafen. Beruhige dich wieder. Es ist doch nur ein Schatz. Ich dachte dasselbe. Doch bei so viel Aufwand, ihn zu verstecken, kommen mir Zweifel. Die Schriftrollen führen uns in die Mitte dieser Insel. Entsetzlich weit weg, Captain. Was in aller Welt hat Kidd hier versteckt? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es herausfinden. Erinner dich, was er schrieb. Bei einem Baum vom Feuer geküsst, nahe der Burg des Wolfes, unter des Adlers Bett und der Felsen, der nicht passt. Was immer das heißt. Glaubst du, das sind Landmarken? Jetzt müssen wir irgendwo ein großes große Stelle finden zum Hochklettern, von der wir alles sehen können. Ich versuch's jetzt einfach mal gleich mit dem Baum, aber ich schätze mal ganz stark, dass der es nicht ist. Oh. Vielleicht solltest du dich nach einem Adlerhorst umsehen. Fertig. Das ging etwas schnell. Ach so, die Zeit dauert noch ein bisschen. Ich muss auf jede Stelle hoch und ich wusste auch irgendwie. Wahrscheinlich. So rum. Na bitte.
Muss erst mal gucken, was ist. Das ist denn hier alles? Okay. Ich hab's. So. Ja, von der Zeit her sieht es auch schon mal sehr gut aus. So, und jetzt gehen wir zu der nächsten Stelle. Scheint das Bäumchen hier zu sein. Ja, von dem Feuer. Das ist es. Zerstört. Na bitte. So. Und zack. Und gleich zur nächsten Stelle. Wird wahrscheinlich, ja, das Steinchen sein. Beim ersten Mal, als ich das gemacht hatte, hatte ich richtig Probleme dabei. So, das dicke Ding hier wird das Steinchen sein. Ich hab's. So. Ich weiß, wo er ist. Wie um alles. Du hast es raus. Deshalb bist du der Captain. Weil ich einfach kann. Und mir die Füße nicht schmutzig machen will. Aber ich muss leider sagen. Nein, Spaß. Das machen wir jetzt auch zu Ende, auch wenn ich jetzt hier mehrmals drauf gehen werde. Weil ich echt Schiss vor diesen Wölfen habe. So. So. Ich weiß, es ist ein bisschen cheaten, aber... Weil normalerweise kommen die dann so angegriffen und dann... Zack, ist man weg. Man hat dann überhaupt keine Chance. Es kommt keine Sequenz, nix. Du bist dann sofort tot. Beziehungsweise du kannst es nicht verhindern, dass sie dich angreifen. Das ist echt scheiße. Und so entgehe ich dem Bug, indem ich einen anderen einsetze. Etwas Schwarzpulver könnte ihn bewegen. Eine riesige Explosion. Könnte klappen. Würde jedenfalls helfen, die Wölfe zu verjagen. Das ist mal klar. Die Wölfe, die jetzt tot sind, oder wie? Das sollte reichen. Ach so, weil wir jetzt ja quasi so in einen Bau gehen. Deswegen. Guck mal, noch mehr. Ach so. Nicht reinrennen. Mensch. Alter, das sah gerade so aus, als würden hier überall tote Hundestücke rumfliegen. Wölfstücke. Ja, wie es weitergeht, das sehen wir jetzt aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin.